Hallo und willkommen bei How To Buddies. In diesem Video geht es um die Änderung des SIM-Pins auf eurem Motorola Moto G73. Die SIM-Pin wurde euch damals mit eurer SIM-Karte zusammen zugeordnet und meistens ist es eine Zahl, die man sich jetzt vielleicht nicht so gut merken kann, da man sie auch nicht so häufig eingeben muss. Es sei denn, euer Handy ging mal aus, entweder wegen niedrigem Akkustatus oder ihr habt es selbst ausgeschaltet oder ihr habt die SIM-Karte rausgeholt, dann muss man den PIN auch nochmal eingeben. Das heißt, es bietet sich an, diese eben zu ändern auf eine Nummer, die man sich eventuell leichter merken kann. Deshalb zeigen wir euch jetzt, wie das geht. Dazu müssen wir wie so oft in unsere Einstellungen wechseln, scrollen hier runter bis auf Sicherheit. Dann wieder runter bis zu den weiteren Sicherheitseinstellungen, klicken darauf und haben hier die SIM-Kartensperre zum Auswählen. Da klicken wir drauf und haben hier die Möglichkeit, den PIN der SIM-Karte zu ändern. Jetzt werden wir aufgefordert, die alte PIN der SIM-Karte einzugeben. Das war bei uns 1234. Das ist jedoch natürlich nicht zum Nachahmen geeignet, da es eine sehr, sehr niedrige Sicherheit hat. Klicken einmal auf OK und können nun eine neue PIN auswählen. Dann klicken wir auf OK, müssen die neue PIN erneut eingeben und haben die SIM-PIN nun erfolgreich geändert. Ich hoffe, dieses Video zum Ändern des SIM-Pins auf eurem Motorola Moto G73 hat euch gefallen. Wenn das so ist, hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns schon im nächsten Video. Bis dann, tschüss!